Hallo bei den Spielzeugtestern. Heute gibt es das Video. Verlosung. Genau, die Auslosung vom Gewinnspiel. Ja, und hier sind richtig viele drin. Und einer guckt jetzt sogar auch durch das Dach. Genau, es sind ein paar mehr Frösche geworden inzwischen. Aber die Murmelanzahl hat sich nicht verändert. Und bevor wir zur Gewinnauslosung. Der Frühling lässt noch ein bisschen auf sich warten. Jetzt kommt doch erst Nikolaus und Weihnachten. Und bevor wir zu der Auslosung kommen, möchte ich noch einmal kurz ein bisschen was sagen. Und zwar ist es so, dass wir bei jedem Gewinnspiel, sobald das zu Ende ist und sogar schon bevor das überhaupt zu Ende ist, Fragen bekommen. Wer hat gewonnen? Wann gibt es endlich das Video mit der Auflösung? Kommt ein Video? Wann kommt das nächste Video? Wer hat gewonnen? Also entweder ist es so, dass wir kein Video machen bei einer Auslosung, sondern dass ich einfach dem Gewinner unter seinem Kommentar schreibe, hey, herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Das heißt, alle anderen, die dann keine Nachricht bekommen haben, die brauchen dann auch nicht fragen. Die können sich dann, wenn sie es wissen wollen, durch die Kommentare scrollen und gucken, aha, der oder die hat gewonnen. Es kann aber auch sein, dass wir manchmal ein Video machen, so wie heute, um euch zu zeigen, wie viele Murmeln da in dem Brunnen sind und direkt mit euch auszulosen. Das Video kommt dann natürlich auch nicht direkt online, sobald das Gewinnspiel zu Ende ist, sondern sobald wir Zeit haben. Und dann, ich habe keine Zeit, wirklich jedem oder 50 Mal die Frage zu beantworten, wer hat gewonnen, wann ist die Verlosung zu Ende. Da werde ich jetzt gar nicht mehr drauf antworten. Da müsst ihr einfach abwarten. Der Gewinner wird grundsätzlich von uns benachrichtigt. Das heißt, wenn ihr nicht benachrichtigt werdet, habt ihr auch nicht gewonnen. So einfach ist das. Genug geredet. Hey. Jetzt zeige ich euch einmal den Einspieler. Warum bist du mein Kopf rot? Esst euch nicht gegenseitig auf, wir brauchen euch noch. Jetzt zeige ich euch den Einspieler, wo Hannah und ich zusammen die Murmeln in den Brunnen gelegt haben. Ja. Zwei, drei, vier. 49, 150. Noch mehr. Das sind jetzt 150. Noch mehr? Machen wir noch einen mehr. Die darfst du dir noch aussuchen. Welche Murmel ist das dann? Weißt du das noch? Mhm. Nummer 151. Also wir haben eine nur. Ist das eine? Mhm. Anna, wieder zurück. Hast du eine? Ja. Eine habe ich drin. Okay. 151 Murmeln sind da drin. Ja, ja, ja. Und wie ihr gesehen habt, waren es 151 Murmeln. Und diejenigen, die geraten haben, es waren 30 bis 40, es waren 0 bis 100, die mussten wir leider direkt schon mal rausnehmen, weil so geht das natürlich nicht. Jeder durfte eine Zahl raten und dann nicht von bis, das habe ich aber auch in die Kommentare geschrieben, in die Infobox. Da stand das nochmal genau drin, wie ihr zu raten habt und ja, also die mussten wir dann direkt disqualifizieren. Und die meisten von euch haben leider viel zu wenig geraten. Das war immer so 30, 40, 50 und dann häufig auch die gleiche Zahl. Und wie ihr, also es waren wie gesagt 151 und wir haben hier jetzt ein ganz paar, die haben 150 geraten, weil genau die Anzahl hat gar keiner richtig. Das heißt, wir haben jetzt die Leute, die am dichtesten dran waren, haben wir jetzt hier reingeschmissen. Und Hannah darf jetzt einen Zettel ziehen. Trommelwirbel bitte. Und gewonnen hat, les vor. Ich kann noch gar nicht lesen. Stimmt ja. Und zwar Saskia Braun. Herzlichen Glückwunsch, Saskia. Du hast das Set. Oh oh. Rudolf, ich habe dir dein Geweih runtergenommen. Gut.
Jetzt sitzt es nicht mehr. Du hast das Set gewonnen und ich lese dir im Kommentar auch gerne nochmal vor. Ihr macht tolle Videos, bin 16 und würde es für meinen kleinen Bruder gewinnen wollen. Ich schätze, dass es 150 sind. Genau, es waren 151 und ich denke, dein kleiner Bruder wird sich da riesig drüber freuen. Und ich schicke dir auch nochmal eine private Nachricht, dann kannst du mir antworten und vielleicht kriegen wir das dann hin, dass du das noch rechtzeitig vor Weihnachten hast, dann hast du direkt ein Geschenk für ihn. Also, ganz herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Weißt du noch, Saskia. Ja, richtig, Saskia. Vielen Dank an alle, die am Gewinnspiel teilgenommen haben. Ja. Ne? Bis zum nächsten Mal bei die Spielsekretär. Tschüss.